Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute wieder um die Season 4. Und zwar hat Rocket League den ersten offiziellen Trailer für die Season 4 rausgehauen. Leute, in dem Video erfahrt ihr alles, was ihr zur Season 4 wissen müsst. Ganz, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, macht das super, super gerne. Richtig viele Leute, die meine Videos schauen, haben mich noch nicht abonniert. Deswegen, Freunde, würde mich sehr, sehr supporten. Zudem, Leute, noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Morgen kommt die Season 4 ja raus. Und da kommt natürlich auch ein richtig fetter Livestream von mir. Und wir verlosen einen titanweißen Dominos. Deswegen, Jungs, kommt alle in den Stream und ihr habt die Chance, einen titanweißen Dominos zu gewinnen. Ich werde circa so ab 10 Uhr morgens schon live gehen. Das heißt, ich werde von 10 Uhr bis bestimmt 18 Uhr streamen. Und deswegen, Leute, kommt alle rein und mich sehr, sehr freuen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem Trailer. Let's go! So, Freunde, wir sind jetzt hier auch schon auf der offiziellen Rocket League Seite. Und zwar heißt es hier ganz oben, galoppiert am 11. August in die Season 4 von Rocket League. Das steht auch immer, wenn man Rocket League startet, dem Starting Screen. Leute, wie gesagt, das Thema der neuen Season ist Wilder Westen und das sehen wir jetzt hier gleich auch nochmal. Und zwar, bam, das ist der Trailer, den Rocket League jetzt gerade released hat. Ich würde sagen, wir schauen uns ihn einmal so an und danach analysieren wir den nochmal ganz genau. Leider meine Facecam ein bisschen über dem neuen Auto. Und zwar wird das neue Auto Outlaw heißen. Das wird das neue Rocket Pass Auto, wie schon in meinen vorherigen Videos gesagt. Wir sehen jetzt hier quasi den ganzen Hintergrund, wie früher, die Berge, die Wüste, was wir alle schon in den kleinen Teasers vorher gesehen haben. Und ganz wichtig, wie ich es schon richtig predicted habe, sehen wir hier auch eine neue Map, die in Rocket League hinzukommt. Und zwar ist es die Arena namens Dead Eye Canyon. Das wird die neue Map sein. Ich bin gespannt. Ich glaube, die könnte sehr, sehr geil werden. Also wenn die wirklich dann so eine Umgebung hat und mit Sand, ich glaube, das wird eine meiner Lieblingsmaps. Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Wie gesagt, hier am 11. August um 17 Uhr kommt die neue Season. Das Auto kennen wir schon irgendwoher. Das wird auch ein Auto sein. Ich denke nicht, dass es im Rocket Pass sein wird. Aber wir haben hier schon mal die ganzen Namen von den ganzen Items gegeben. Und zwar ist es der No-Name-Dachaufsatz. Also er hat keinen Namen. Ist jetzt hier dieser Cowboy-Hut mit diesen Art Umhang noch hinten dran. Dann haben wir die Tanker-Räder, den Amico-Aufkleber, den ich sehr, sehr cool finde. Also wirklich todesclean und passt auch sehr, sehr gut zu diesem Cowboy-Look. Und dann Lava. Ich habe ja gesagt, die hat irgendwie was Flüssiges, dieses Feuerding. Und dann passt es ja perfekt. Flüssiges Feuer ist gleich Lava. Ja, okay, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir noch einiges mehr. Und zwar haben wir ATMs am Horizont. Und zwar geht es darum, zusätzlich Turniere, wisst ihr alles schon. Das haben wir ja schon in vorherigen Videos gesagt, aber ich kann es trotzdem nochmal erklären. Also es gibt zwei Turniere jetzt zusätzlich noch in Season 4 und zudem auch noch extra Modus-Turniere. Das heißt, es gibt Rumble, es gibt Dropshot, es gibt Körbe, es gibt Schneefrei. Alle diese Turniere können auch noch kommen. Und zwar gibt es zudem aber auch noch weitere Spielmodis, wie zum Beispiel jetzt am 12. August geht es los mit dem ATM, also Limited Time Mode steht es, dass es für eine bestimmte Zeit dieser Modus drin ist. Und das heißt, 2 vs. 2 Heatseeker hatten wir schon mal, aber es ist ein sehr, sehr cooler Modus. Dann haben wir jetzt was ganz Neues, was wir noch nie vorher hatten. Es ist der Speed Dämon, heißt der Ganze. Und die Details werden noch später bekannt gegeben. Auf jeden Fall wird es dann noch den Spielmodus Sprungfeder geben. Und ich glaube, der ist auch neu, oder? Also den habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall ist es so eine Art Rumble-Variante. Und ich bin gespannt. Wir werden das alles im Stream anzocken. Und ich denke, das wird einiges an Spaß machen. Da kann man ja bestimmt dann auch so kleine Turniere mit erstellen und alles. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Also es gibt nochmal Streamer Safe Music. Das heißt, es wurde eine neue Audio-Einstellung hinzugefügt, wo man halt, das ist halt wie in Fortnite, wo man bei den ganzen Tänzen früher die Musik, die copyright-free, nicht copyright-free war, dann quasi stumm schalten konnte, auch im Radio und so. Und das gibt es jetzt halt auch bei Rocket League, dass für die Streamer halt keinen Copyright-Strike mehr bekommen. Okay, das nächste ist dann hier jetzt noch die Rangbeschränkung für kleine Gruppen. Und zwar zusammengefasst geht es darum, dass wenn ihr nur 2 seid, aber Trio-Rank zocken wollt, dann darf der Rang nur maximal um 3 sich unterscheiden. Das heißt, wenn der eine Spieler
Platin 2 ist und der andere Spieler Liga 3, dürfen die nicht mehr zusammen ein Trio-Ranked-Match suchen. Dadurch, dass der Rangunterschied zu krass ist und es dann anscheinend zu unfair ist, was auch immer. Auf jeden Fall gehen würde es dann natürlich, wenn der eine Platin 3 und der andere Dia 3 ist, weil es dann quasi nur drei Ränge Unterschied sind. Wenn ein Spieler ganz neu ist, also noch nie richtig vorher Rocket League gespielt hat oder noch nicht eingerankt ist, darf der Rang von seinem Teammate nur maximal Gold 3 sein. Das Ganze ist natürlich nur auf 3 versus 3 bezogen, 3 versus 3 Ranked, wenn ihr nur zu zweit seid. Bei zu dritt, glaube ich, sollte das keine Auswirkung haben. Also wenn man ganz normal 3 versus 3 Ranked spielt mit zwei Freunden, dann sollte es, glaube ich, relativ egal sein, was man für ein Rang ist. So, zudem gibt es dann noch eine Verbesserung bei zwanglosen Spielen. Das heißt, es war ja bei zwanglosen Spielen immer so, dass man oft zu zweit zum Beispiel gespielt hat und dann sein Teammate gequittet ist und dann war das Spiel eigentlich schon verloren, man hatte eh keine Chance mehr. Und deswegen haben sie es jetzt so geändert, ein bisschen so wie in Ranked, dass man das Spiel auch aufgeben kann. Das heißt, wenn beide auf Aufgeben gehen, ist das Spiel quasi vorbei. Und ganz wichtig, wenn jemand verlässt, deswegen müsst ihr jetzt auch immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr in zwanglos einfach euch ein bisschen einspielen wollt und dann mitten im Spiel das Spiel verlasst, kann es dazu führen, wenn ihr mehrmals pro Tag das macht, dass ihr eine Sperre bekommt, genauso wie es in Ranked ist. Und die Sperre wächst halt, umso öfter ihr die zwanglosen Spiele verlasst. Deswegen, Leute, es gibt jetzt diese Aufgabefunktion auch in zwanglosen Spielen, was ich, by the way, sehr, sehr geil finde. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Aber zudem, jetzt ganz wichtig, jetzt kommt nämlich das Allerwichtigste. Diesen also morgen um 1 Uhr gibt es nochmal ein Update. Ich hoffe, es ist nicht allzu groß. Und da wird alles auf den Season 4 Start vorbereitet. Die offizielle Wettkampfsaison 3, also die Season 3, endet am 11. August um 16:30 Uhr. Und eine ganze halbe Stunde später startet dann die Season 4, wo kurz danach auch dann alle Season Rewards für euch direkt rausgehauen werden. Das ist bei mir die schöne Champion-Belohnung. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Aber Leute, ich würde sagen, das war es jetzt hier auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch alles bestmöglich hier zusammenfassen und erklären. Wenn nicht, wenn euch irgendwas unverständlich war, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Alles rein damit. Seid euch da wirklich nicht zu schade. Ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Und Leute, ich hoffe sehr, sehr doll, euch hat das kurze, knackige Video gefallen. Wie gesagt, Leute, kommt auf jeden Fall morgen in den Livestream. Er startet um 10 Uhr morgens und wir verlosen an den Titan weißen Dominus. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle am Start seid und natürlich auch hier dem Video auf Ehre einen Daumen nach oben droppt. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Clash Talks in Rocket League. Haut rein, ciao, ciao!